Heute mache ich ein paar leckere Pfannkuchen und ich verrate euch das Grundrezept. Dafür braucht ihr 150 Gramm Mehl, 250 Milliliter Milch oder Wasser. Mit 2 Dritteln rühren wir schon mal einen Teig an. Die zähe Masse dann gut durchrühren, denn so verhindert ihr Klümpchenbildung. Sobald ihr dann so einen zähen Teig habt, kommt die restliche Milch dazu und noch eine Prise Salz. Dazu kommt noch ein Ei. Und das Ganze dann gut verrühren. Den lassen wir jetzt 10 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit schalte ich mir schon mal die Pfanne ein. Und zwar auf dreiviertel Kraft. Sobald die Pfanne heiß ist, leicht einölen. Dann eine Kelle von dem Pfannkuchenteig in der Pfanne verteilen. Sobald der Teig an der Oberfläche abgetrocknet ist, einmal wenden. Und von der anderen Seite auch noch backen lassen. Der Pfannkuchenteig reicht für etwa 4 Portionen. So, und damit ist der Pfannkuchen auch schon fertig. Na.